Gerade dir als Jurist sollte doch der Begriff Vormundschaft. Ach, scheiße. Und deswegen sehe ich auch ehrlich gesagt überhaupt. Das okay, jetzt. Toll, toll, toll. Danke, Melanie. Gerade dir als Jurist sollte doch das Wort Vormundschaft geläufig sein. Glaubst du, du könntest die Scheidung jetzt in irgendeiner Weise? Da gehen erstmal. Ich auch, auf Wiedersehen. Hier, geht wie immer aufs Haus. Danke. Dafür kriegst du bald einen Cocktail von mir. Hier, geht wie immer aufs Haus. Danke. Dafür kriegst du bald einen Cocktail von mir. Hey, Alter, alles klar? Burrito? Ich verstehe auch Sätze, du Arschloch. Scheiße. Das Stimme, ich weiß nicht, wo es ist. Bestimmt in einer der Falten dieser Strickjacke. Wir haben eh alles gesehen. Könnt ihr langsam zum Ausgang gehen? Wie bitte? Könnt ihr langsam zum Ausgang gehen? Ja. Danke. Glaubst du, du könntest die Scheidung in irgendeiner Weise beschleunigen, wenn du jetzt ihr Vormund wirst? Oh, ich halte das nicht. Ah, scheiße. Jo. Wie geht's mal? Die Schlampe. Scheiße, die. Oh, die Schlampe ist mir entfallen. Entschuldigung. Bitch. In den letzten Wochen war es ja auch ziemlich heftig für dich. Wow! What the hell? Was ist das denn? Sie hat dich belogen, betrogen, dir das Leben zur Hölle gemacht. Und wenn sie irgendwann mal aufwachen sollte, würde sie wahrscheinlich genau an dieser Stelle weitermachen, auf der anderen Seite. Gibt's eine attraktive junge Frau, die sich aus unerfindlichen Gründen in dich verguckt hat und auch noch ein Kind von dir erwartet? Ich meine, klar, letztendlich ist das deine Entscheidung, aber ich denke mal, du solltest dich für die entscheiden, mit der du den lebhafteren Sex hast. Was? Das wollte ich dir? Jessica. Hörst du meine Stimme? So, es wird jetzt Zeit. Okay. Ach, Ansgar. Leitcreme? Wir sagen Ihnen, wie es ist. Du stehst unter Schock und du weißt nicht, was du tust. Vergiss es. Apropos vergessen. Frau Baumann, schön, Sie auf Königsbrunn begrüßen. Das hat überhaupt nichts mit Christian zu tun. Ach nee? Seitdem du aus London zurück bist, gibst du voll die WG-Zicke. Keiner kann es dir recht machen. Ich versuche es dir in einer Tour richtig zu machen. Danke. Das würde ich gerne mal sehen. Ehrlich gesagt hatte ich ihr. Nur sehen Sie doch selbst. Oh, jetzt habe ich Sauerei gemacht. Schnell, ihr müsst rennen. Die Rocky Mountains haben sich in glatte Babypopos verwandelt. Also ich finde die Aufnahmen super. Und wie gesagt, sie wurden halt bearbeitet für den Blowjob. Blow, oh Gott, sie ist so. Ich hab's vorhin gesagt, stumm. Scheiße.